ganz schwerer Stand. Super spannende Diskussion. Jetzt kommt wieder so ein Hersteller umher. Peter war schon klasse mit vielen, vielen Befehlen etc. Und ich habe gesagt, was machen wir eigentlich bei Athen? Also mein Name ist Florian Hartmann, bin schon 4 Jahre dabei, System Engineer. Und klar, meistens das ganze Thema Load Balancing, CGN ist auch ein spannendes Thema, der ein oder andere Kunde, habe ich auch schon gesehen. Und manche fragen sich immer, was ist A10 oder A10? Wir sind auch schon einige Jahre da. Und dann haben wir gesagt, gut, was machen wir eigentlich? Und dann kommt die Marketingabteilung und sagt, mach doch mal ein Thema, was total in den Medien ist. Mach doch mal DDoS. Wir haben ein paar Slides dabei, ansonsten gerne die anderen Themen. Wir sind die ganzen 2 Tage am Stand. Ich habe heute was mitgebracht zum Thema TPS, Threat Protection System. Gerne weitere Diskussionen über IPv6, IPv4, Load Balancing für die typischen Provider-Dienste, dann in der Pause etc. Das heißt, kurzer Talk, TPS, Threat Protection System. Das heißt, wir haben hier A10, unsere eigene Plattform, nennt sich ACOS, unsere Hardware-Geräte, natürlich auch vieles ganz normale virtuell, wie man das so sieht, NFV, Virtualisierung. Und wir sind wirklich zu Hause bei den Hostern, bei den Service-Providern. Also im kleineren Enterprise findet man uns selten, da sind wir einfach zu schnell. Ja, dieses Thema Performance, Flexibilität, das ist schon ein ganz wichtiges bei A10. Nochmal ganz. ADC, das ist also, wie man es so ganz normal kennt, der Load Balancer mit allen möglichen Funktionen, nicht nur Web, sondern eben auch Kunde aus dem Norden, der sagt, Moment, wir haben hier ein Zip-Load Balancing etc., CGN, und gerade das Thema TPS oder jetzt DDoS beschäftigt immer mehr und eben auch dort, wir haben eben über Bandbreiten gesprochen, nur 5 Mbit, bei den DDoS-Angriffen ist es eher so, dass man sagt, wow, wie groß können die noch werden? Und hier ist eben auch das Thema, dass man nicht nur so einmalige Attacken hat oder auch nur einfache SYN-Attacken, sondern was wir auch beobachten bei unseren Kunden, ist ganz klar das Thema, dass verschiedenartige Angriffe zur gleichen Zeit stattfinden. Das heißt, wenn ich einfach nur eine Box hinstelle und sage, die kann super gut großflächige Angriffe, gerade mit großen Paketen abwehren, dann ist wirklich die Frage, kann denn das gleiche Gerät auch eine hohe Packets-per-Second-Rate abraten? Oder kommt plötzlich ein HTTP-Angriff, der meinen Kunden stört? Also zum einen natürlich das Thema, wie sieht es bei Hosting-Unternehmen aus oder auch im Provider-Umfeld mit Großvolumen oder hohen Attacken mit sehr, sehr vielen Paketen. Und das Schlimme ist, immer mehr diese Angriffe sind mit mehreren dieser Methoden. Das heißt, hier sind so ein paar Beispiele, irgendwelche 100 Gig, aber gerade auch bei unseren Kunden wie in Frankreich bei OVH, die uns dann erzählt haben, ja, also die eine Attacke, die hatte gleich 400 Gigabit. Aber eben nicht nur. Das heißt, es waren verschiedene Vektoren oder verschiedene Angriffe zur gleichen Zeit und ich muss mir wirklich als Provider, als Hoster Gedanken machen, wie kann ich diese verschiedenartigen Sachen gleichzeitig abwehren. Hier haben wir nochmals mit einem Beispiel, ich will gar nicht so groß eingehen auf diese ganzen Erpressungsversuche, auf Webshops etc., aber da merkt man schon, da sind die verschiedenen Arten, ob das jetzt SYN-Angriffe sind etc., also verschiedene Arten. Das Ganze natürlich, wie man es hier sieht, auch zur gleichen Zeit, um zum einen die Paketraten zu stressen, aber auch gleichzeitig vielleicht im HTTP oder einer DNS-Amplification-Attacke eine andere Art zusätzlich zu bauen. Nein, die sparen wir uns. Das heißt, wir nennen es jetzt bei A10 die MVP, dieses Multi-Vector-Attacke oder Multi-Vector-Protection, um wirklich diese Attacken gut entgegenzugehen und hier das Thema sehr, sehr schnell reagieren zu können, sehr effizient mit dem System zu arbeiten und wirklich auch Systeme aufzusetzen, die keinen Stress haben, auch mal mit einem 100 Gig, 200 Gig und mehr
bei Attacken und gleichzeitig hier reinzuschauen. Gewisse Sachen später in engeren Diskussionen, dass man einfach mal sieht, wozu unsere Systeme in der Lage sind, dass man hier sieht, wie viel Terabit, wie viel Gigabit. Und das ist keine einfache Cloud-Lösung, die wir irgendwo hinstellen, sondern wirklich als Hardware-Gerät bis zu 100 Gig-Schnittstellen und höheren Bandbreiten, die hier speziell für Service-Provider, Hosting-Unternehmen, Spieleanbieter gehören zu unseren Kunden, hier im Einsatz sind und wirklich sehr, sehr programmiertechnisch unterwegs mit einer API-Schnittstelle, mit entsprechender CLI, aber eben auch dann für die Netzwerkwelt mit den verschiedensten Schnittstellen aufgebaut. Ganze kann auch erweitert werden durch weitere Funktionen, weitere Einheiten von außerhalb, die wir uns dazu nehmen, um die Sache zu steigern. Und da schauen wir einfach noch ganz kurz drauf. Die Frage ist immer, wie bauen wir es gemeinsam auf? Und das ist das, was wir als in der Technik dann zusammen mit dem Kunden machen, wo wir wirklich uns überlegen, schaffen wir es gerade bei einem Hosting-Unternehmen zu sagen, per BGP-Routing routen wir permanent oder wir nennen es proactive, generell den gesamten Traffic der Kunden auf unsere Systeme. Das ist eine der Varianten, die durchaus mehrfach im Einsatz sind. Und die andere Variante, das wäre also hier das Thema Reactive. Das heißt, wir würden über verschiedenste Anbieter die ganzen Flow-Daten sammeln, wie man das so kennt von den Anbietern. Würde das aufprüfen, die Router am Peering etc. und dann entsprechenden Traffic Redirection machen und nur im Bedarfsfall das Ganze über unsere Geräte schicken. Der Funktionsumfang bleibt da gleich, wobei ich natürlich hier bei der Telemetrie nicht alle Informationen bekomme. Wenn ich da an NetFlow denke, S-Flow-Informationen, habe ich nicht die gleichen Parameter, die ich nutzen kann, wie wenn es generell durch ein Gerät durchläuft. Das also hier, da gibt es auch Kunden, die haben ihre eigene Detection-Lösung aufgebaut und von daher können wir da gerne zusammen dran arbeiten, können mit der API das Ganze automatisch programmieren, um hier diese Lösung bei Service-Providern und Hostern aufzubauen. Es kommen nur noch Animationen. Das also nur mal so ein kleines Beispiel über die Produkte, über das TPS. Also zusammengefasst wirklich eine sehr, sehr hohe Leistungsfähigkeit, eine Programmierbarkeit. Aber hier in diesem Umfeld TPS wirklich noch Hardware notwendig bei uns, um diese Sachen so rauszubekommen. Und das einfach mal so als Lightning Talk, wie es hier heißt, kurzer Abriss von einem unserer Produkte. Wie gesagt, kommt einfach vorbei und dann schauen wir an, was wir sonst noch für euch tun können. Danke. Ja, danke schön. Und ein Lightning Talk haben wir noch, das ist von Axians, Best of ICT with a Human Touch. So, ich hoffe, dass das Mikro funktioniert und dass mich alle hören. Ja, ich bin der Hans-Peter Eiswirth, ich bin Account Manager bei Axions, Axions Networks and Solutions, früher bekannt als NK Networks and Services GmbH. Ja, ich bin seit etwa 4 Jahren dabei und habe so ein bisschen Telekommunikations-Background, war jahrelang bei Telekommunikationsprovidern und verstehe daher ganz gut ein bisschen die Materie und der eine oder andere kennt mich sehr wahrscheinlich auch. Die Marke Axions hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr schnell und großflächig entwickelt. Axions ist zunächst mal die Marke, die ICT-Marke der Vinci Energies. Vinci Energies ist ein globales Unternehmen weltweit und hat in der Größenordnung, über 60 Länder, sowohl in Asien als auch in Europa, die es abdeckt und hauptsächlich
im Bereich Infrastrukturen für Energie und Telekommunikation. Die Axion selbst als Marke hat mehrere Unternehmen in Europa. In 15 Ländern, Stammland ist Frankreich und mittlerweile ist Deutschland hier das stärkste Land der Axions in Europa, neben Frankreich. Axions steht dafür, dass Telekommunikation und IT-Infrastruktur in einer Hand integriert werden können. Und das ist das Wesentliche. Wir haben heute sehr viele Hersteller gehört und hören auch noch in der nächsten Zeit sehr viele Hersteller. Und es ist die Frage, wer kann diese Hersteller dann netzwerkübergreifend, plattformübergreifend, wer kann diese Lösungen integrieren? Und dafür steht eigentlich die Marke Axions. Und das schon seit mehreren Jahren und mit einer hohen Expertise. Insgesamt sind über 7.000 Mitarbeiter bei Axions beschäftigt und der Jahresumsatz in 2015 wird die 1,5 Billionen, also 1,5 Milliarden Euro weit überschreiten. Worauf sind wir spezialisiert? Wir sind spezialisiert auf Telekommunikationslösungen im Wesentlichen, sowohl im Enterprise-Umfeld als auch im Carrier-Umfeld. Und mittlerweile ist rein vom Umsatz her betrachtet der Umsatz im Carrier-Umfeld in gleicher Balance, in der gleichen Ebene, in der gleichen Höhe, wie das im Enterprise-Umfeld ist. Und wir stellen fest, dass der Umsatz im Carrier-Umfeld sehr, sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren. Bei Axions den Enterprise-Umsatz im Wesentlichen schon überschritten hat. Und das wird sich so weiterentwickeln vor dem Hintergrund dessen, dass wir neue Technologien haben, die sich in den letzten Jahren immer stärker entwickelt haben, wie zum Beispiel die Cloud-Technologie. Unternehmen gehen dazu über, zu sagen, dass Daten im Prinzip in einer Cloud angelegt werden, um damit eine höhere Mobilität zu erreichen und natürlich auch eine höhere Sicherheit. Und so ist es auch, dass wir also hier ein komplettes Set von Lösungen haben, von verschiedenen Produkten, sowohl im Datacenter-Umfeld als auch im Telekommunikationsumfeld. Das fällt im Carrier-Umfeld und im Service-Provider-Umfeld, fängt es schon an, sehr, sehr früh, sowohl bei der Beleuchtung der Glasfaser über IP-Ebenen bis hin zur Application-Ebene und den Security-Bereich. Alle Teile werden dabei stark abgedeckt. Speziell für viele hier im Carrier-Bereich, es ist interessant, dass wir vom Access-Bereich bis zum Core-Bereich sowohl den ganzen Transmission-Bereich als auch den ganzen Security-Bereich abdecken können. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Security eine größere Rolle spielt. Wir liefern nicht nur diese Lösungen, sondern wir können einen kompletten Cycle von Dienstleistungen für diese Lösungen zur Verfügung stellen. Angefangen, dass wir Audits durchführen, bis hin zu Beratungen, Planung von Netzwerken und darüber hinaus den ganzen Service zur Verfügung stellen können, also die Wartung. Wir haben eigene Hotline-Center und wir haben auch ein eigenes Proof-of-Concept-Center oder auch Test-Lab, in dem vor allen Dingen, sage ich mal, vor größeren Entscheidungen für eine Netzwerkauswahl bei uns das simuliert werden kann in unseren Labs und auch getestet werden kann. Und wir haben das auch schon erfolgreich durchgeführt, ja, für den größten, ja, Internet-Exchange-Point hier auf der Welt, dem DCIX. Und wir liefern die optische Plattform für den DCIX, für die Apollo-Plattform. Das freut uns sehr. Insgesamt können wir das Ganze realisieren nur durch eine starke Partnerschaft. Wir haben starke Partner von den Herstellern her, allen voran im optischen Bereich. Die ATVA hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ein noch junges Unternehmen, mit dem wir also zeigen konnten, dass wir also richtig herausfordernde Projekte realisieren können. Standardmäßig haben wir natürlich auch eine Juniper und Cisco. Und im Security-Bereich haben wir natürlich auch eine Fortinet und eine Radware zum Beispiel, mit dem wir also auch DDoS Protection durchführen können. Also wir sind sehr stark aufgestellt und wir können Netzwerken plattformübergreifend Lösungen für unsere Kunden, speziell im Carrier-Bereich, anbieten. Ich kann Ihnen nur anbieten, führen Sie das Gespräch mit uns. Es hilft auf jeden Fall. Keiner hat sich bisher verloren bei uns gefühlt. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.